Ja, also dann laufen wir einfach mal hier lang. Das ist ja sehr spannend. Was bist du denn? Tiefengrille? Hier gibt's Grillen. Was machen die denn hier außer Grillen? Hehehe. Was bist du, ein Höhlenreptil? Bewegt sich überhaupt nicht. Diese Schlange da. Das ist eine falsche Schlange, bestimmt. So. Dich muss ich auch nicht töten. Ich weiß auch nicht, was ich hier soll. Weißt du was? Ich lauf jetzt mal. Das ist ja doch kleiner als gedacht. Die Kristalle sind cool. Die gefallen mir. So. Sind bloß ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Die Auflösung könnte höher sein, aber naja. Man will sich ja nicht beschweren, ne? So. Dann wollen wir mal hier weitergehen. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich glaube ja, ne? Gibt es hier mehrere Wege? Nein, doch nicht ernsthaft. Es gibt mehrere Wege. Aber welcher wird mich. Nee. Der hier wird mich zum Ziel führen, bestimmt. Yep, der hier führt mich tatsächlich zum Ziel. Ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet, kann das sein? Es fühlt sich so komisch an dem Hals. Ich weiß nicht, was das ist. Naja, Erla. Der Schatten Nordors wird sich nicht für lange in den Hallen Khazad-Dûms breit machen. Hadi schickt euch? Gut, ich habe alle Vorbereitungen abgeschlossen. Der Zeitpunkt ist perfekt. Die Meerewal haben die Werkstatt für die Belagerungsmaschinen unbewacht gelassen. Wir können uns hineinschleichen und einen Überraschungsangriff starten. Auf euer Zeichen beginnt der Kampf. Okay, die Werkstatt ist hier oben. Warte, 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 lass mich vorlesen. Ach Mann, wenn wir uns beeilen, können wir diese widerlichen geflügelten Viecher überraschen. Gut. Mann. Ach Mann, du musst auch alle angreifen, statt einfach dran vorbeizulaufen. Okay. Na dann wollen wir mal. Ne? Warum denn auch nicht? Stirb einfach, du Morphul-Saboteur. Na komm schon. Das kann sich jetzt noch etwas hinziehen, aber naja. Was will man machen, ne? Hilft ja nicht. Und die kleine Dunkelklaue ist auch tot. So, wir sind auch schon Level 56, ne? Sind wir aber auch schon letzte Folge geworden. Es geht echt so schnell. Ich hoffe, eure Klinge ist durstig. Naja, ich habe eher Pfeile. Und wirklich Durst habe ich jetzt auch nicht. Und ich wüsste nicht, warum meine Klinge Nahrung aufnehmen sollte, aber naja. So, der meint wahrscheinlich was anderes, nämlich durstig nach Blut. So, auch wenn das wiederum eine Redewendung ist, naja. So, jetzt hier, stirb. Mann, 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 Mann. Bevor der Erla hier noch stirbt, wollen wir mal den Morwu-Wächter hier besiegen und dann. Ja, Geht's jetzt einfach hiermit weiter? Ist ja toll. Na komm, Morwu-Wächter, stirb. Stirb. Komm schon, stirb. Ja, tot. Okay, der nächste. Auch sein Tod steht uns kurz bevor. Oder steht ihm kurz bevor. Stirb eines qualvollen Todes. So. Und jetzt? Mann, 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 Mann. Die kommen auch alle hierher. Na komm, dann wollen wir mal. Ich mache jetzt den hier tot, weil der greift gerade den anderen hier an. Wobei das eigentlich nicht so schlimm ist, oder? Oder? Nö, naja, egal. So, jetzt komm. Tod und du jetzt auch nochmal, bitte. Der macht gar nichts, der Erler. Der kommt gar nicht hier hin. Der läuft gar nicht zu dem Morwul-Saboteur, meine ich. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Das sollte sie eine Weile aufhalten. Ihr übernehmt die Belagerungswaffe. Ich mache unseren Fluchtweg frei. Hä, welche Belagerungswaffe? Wo denn? Ach, hier. Ach, die da. Meerewal Belagerungswaffe. Soll ich einen zerstören? Das soll reichen? Na gut. Ach, ich verbrenne die. Okay. Gut. Ich habe mich schon gefragt, wie ich die zerstören soll. Aber naja. Eine Belagerungswaffe der Morrowal zerstört. Eigentlich heißt es ja Meerewal. Naja. Oder Meerewale? Okay, ich muss wieder zurück zu Hardy und dann ist das Ganze
fertig, diese Quest. Jetzt muss ich aber erstmal... Dich muss ich nicht töten? Was ist denn da los? Ich muss irgendwie niemanden töten hier. Niemanden. So, jetzt hier aber. Dich auch nicht. Mann, 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 was ist das denn hier? Ein See? Hier wächst sogar Grünzeugs auf dem See. Ich hoffe, dass es irgendwas ist, was da wächst. Aber sonst... Irgendwie ist hier auch sonst nichts. Ne? Ich gehe mal nach Norden. Hier sind Dunkelklauen, das ist auch wunderschön, aber das bringt mir überhaupt nichts. Schauen wir mal. So. Wo muss ich hin, ist die Frage. Welcher Weg führt mich dahin, verdammt? Also hier irgendwie ja nicht, ne? Hier komme ich irgendwie wieder raus? Hä? Sehe nicht durch. Also irgendwie diese Käfige sind woanders offensichtlich. So, dann schauen wir uns mal hier um. Vielleicht finde ich es ja, vielleicht muss ich diesen Weg da nehmen. Aber von da kam ich ja auch. Verdammt. Ach. Was habe ich denn da bekommen? Eine Axt des Jägers des dritten Zeitalters. Ach krass, für Level 54. Und die, die ich jetzt habe, ist für Level 50, glaube ich, ne? Muss ich austauschen, glaube ich. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Oder? Oder nicht? Doch eigentlich schon, ne? So, warte mal. Komme ich hier hin? Ich möchte doch bloß in dieses Lager gehen. Von hier kam ich. Jetzt gehe ich einfach mal hier lang. Ich hoffe, dieser Weg ist richtig. Hier soll einer durchsehen. Mann, 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 Mann. Das ist total verwirrend. Weil irgendwie die Wege nicht dahin führen, wo man erwartet. Also, ne? So, schauen wir mal. Nee, muss ich auch nicht töten, aber hier bin ich zumindest einigermaßen richtig. Scheinbar. Nee, gar nicht. Ich dachte, hier wäre ich richtig, aber hier bin ich ja komplett falsch. Warte mal, ich gehe nochmal weiter. Vielleicht führt mich der Weg ja doch dahin. Zumindest führt er hier rüber. Die Verteidigerin muss ich auch nicht töten. Jetzt werde ich auch noch angegriffen. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch gar nichts von euch. Ich will doch nur diese blöde Quest endlich fertig haben. Die können ja sogar sprechen. Na toll. Jetzt können die auch noch sprechen. Was kommt als nächstes? Hm. Naja. Dann wollen wir mal hier weiter. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Ich bin hier richtig. Es ist einfach unfassbar. Ich bin echt richtig. So. Ein Käfig. Diesen öffnen wir mal. Na nun, öffnen. Und befreien den Ork da drin, den wir nicht töten müssen, scheinbar. Nö. Ach, ist gar kein Ork. Das ist was anderes. Ein Glopsnager gefangen. Der ist ja sehr dankbar. Das ist ja unfassbar. Befreie den und er tötet mich einfach. Das gibt's nicht. Das ist ja, also das ist ja echt. Ich habe Tiff Mautul entdeckt. Das ist wunderschön. Und ist da ein anderer Spieler, offensichtlich. Hm, na gut. Tatsächlich. Ach, Avarella, schon wieder. Mensch. So sieht man sich wieder. Gibt's ja nicht. Na komm, jetzt stirb. Du komische Morowal. So, jetzt helfe ich dir mal. Mist. Helfe ich dir mal. Hat nicht so ganz geklappt. Okay, dich befreie ich mal. Und da hinten helfe ich dann mal. Moment. Hat das gezählt für mich? Nö, irgendwie nicht. Egal. So. Wie schnell man sich einfach wieder sieht, ist ja unfassbar. So. Aber sie hilft mir. Das ist ja auch schön. So, du musst jetzt sterben. Ja doch, dich muss ich töten. Okay. Stirb. Die sterben aber schnell. Hilft sie mir oder liegt das daran, dass sie einfach zu wenig Leben haben und dass ich zu hoch bin vom Level hier eigentlich? Hm. Eigentlich würde ich auch gerne wieder an die Oberfläche, muss ich ja zugeben. Wenn ich denn kann. Nach Lothlorien und so. Ne? Ich meine, ich bin ja schon Level 56. Eigentlich ist es ja bald soweit. Ich weiß gar nicht, ob 58 ist das, glaube ich. Hä, willst du mich verarschen? Ich habe den gerade befreit, da ist gleich ein neuer drin. Macht ja so viel Sinn, die zu befreien. Warte mal, hier geht es nicht weiter. Ne, irgendwie nicht, ne? Nee, ach, hier bin ich wieder. Okay. So, diesmal oben. Letztes Mal war ich da unten. Vorhin.
So, eine Tat habe ich verliehen. Achso, hier. Glops Naga muss ich töten in Moria. Und zwar 120. Toll, vielen Dank. Auch dafür. Das freut mich ja. So kannst du dich nicht einfach umdrehen, statt mir zu sagen, dass ich das Ziel ansehen muss. Mein Gott. Geht ja schlimm. So, 4 von 6 Käfige. Ich glaube das einfach nicht. Weißt du, ich befreie ihn und er greift mich an. Vielleicht hält er mich auch für jemanden, der ihn eingesperrt hat. Das kann natürlich auch sein. Andererseits sehe ich nicht wirklich aus wie so ein Merowal. Oder ein Morowal. Ne? Ich verstehe das nicht. Na gut. Dann wollen wir mal. Hier ist noch eine Schlechterin. Der kann es gar nicht schlechter ergehen. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ich lach mich tot. So. Tja. Wie lange spiele ich denn heute, verdammt? Ich weiß es nicht. Ich spiele einfach mal so lange, wie ich Lust habe. So. Wobei ich ja auch sagen muss, dass nach einer Zeit das schon ein wenig... Ja, ich weiß auch nicht. Ne? Also die MMOs jetzt so nach einer Zeit, wenn du jeden Tag da 20 Minuten spielst und aufnimmst vor allem. Nach einer Zeit hat man dann auch irgendwann mal keine Lust mehr dazu. So. Andererseits, sobald ich Pause machen... Also wenn ich Pause machen würde, hätte ich wahrscheinlich sofort wieder Lust. Sehe ich schon kommen. Naja. So, da ist hier... Da hinten ist noch so ein Käfig. Den muss ich noch... Alter, der verfolgt mich ja echt. Das gibt's ja nicht. Ich dachte, der lässt mich da in Ruhe, wenn ich da einfach weglaufe. Aber nein. Er möchte offensichtlich sterben. Gut, tun wir ihm den Gefallen. Warum denn auch nicht? Ja. Stört mich nicht. Dann soll er halt, wenn er unbedingt will. Ich verteidige mich nur. Oh, die Kristalle sind schön. So, hier, stirb. Uff, die Fress. Oh, warte, ich gucke in die falsche Richtung. Und er kann sich wieder nicht umdrehen von alleine. Das geht nicht. Alles muss man selber machen, echt. Naja. So, oh, schon tot. Gut. Noch eine... Ach nee, die brauche ich gar nicht. Schleuderinnen brauche ich nicht. Ich brauche die Schlechterinnen. Wo sind die Schlechterinnen, die ich suche? Oder schlechter. Wobei, die sind, glaube ich, alle weiblich. Kann das sein? Hm. Ja, die ist auch weiblich hier. Und dann gehe ich einfach mal hier dran vorbei. Ach, geht nicht. Verdammt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Stirb einfach. Fledermäuse? Was die alle kann. Will ich auch können. Wobei, nee, lieber nicht. Okay. So. Hm. Fühlt sich immer noch komisch im Hals an. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich nix. So. Vielleicht habe ich einfach nur zu viel gelabert. Andererseits, so viel labere ich gar nicht. Vielleicht habe ich in letzter Zeit zu viel gelabert. Das kann ja gut sein. So. Letztens erst 7 Stunden Zelda Wind Waker HD aufgenommen. Dann heute Morgen nochmal 1 Stunde 20 irgendwie. Ich glaube, gestern habe ich gar nichts aufgenommen. Ach, naja. Immer so ein bisschen aufnehmen. Und irgendwann bist du auch mal heiser. Nee, ich weiß es nicht. Ich bin nicht überhaupt heiser? Nee. Ach, keine Ahnung. So. Okay. Na dann. Noch eine schlechterin. La 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 la. Komm, stirb einfach. Okay. Und noch eine. Komm. So. Ich hätte ja auch wirklich mal Lust, auch mal andere Spiele zu spielen. Ich meine, das ist auch wirklich immer nur das Gleiche. Ich meine, Minecraft ist sowieso endlos. Da habe ich aber auch immer wieder Lust, das zu spielen. Weißt du, dann spiele ich das, dann spiele ich auch wirklich mal 3-4 Stunden am Stück. Obwohl ich eigentlich mir vorgenommen habe, ja, spielst du mal 1 Stunde oder so. Und dann wären es doch wieder 4 Stunden. Aber naja. So. Jetzt muss ich zurück zu Bosi und ich muss Nester zerstören. Und Schleuderer ins Koirutsk. Okay, dann gehe ich da mal hin. Das wird da hinten irgendwo sein. Wie ich da hinkomme, keine Ahnung. Vielleicht so. Vielleicht aber auch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich laufe einfach mal hier lang. So, ich muss ja jetzt theoretisch wieder... Ach, hier oben will ich gar nicht hin. Hier runter will ich eigentlich... Ich glaube, dieser Weg ist nicht richtig. Andererseits komme ich hier aber auch runter. Problemlos und ich fliege wieder ganz komisch darunter. Das muss ich nicht verstehen. Hoffe ich zumindest.
So. Okay, kann ich... Nee, ich bin im Kampf. Okay, jetzt aber. Ich bin immer noch im Kampf. Mit was denn? Mann. Darf ich jetzt vielleicht? Danke. Auf diese Ziege hier. So. Na dann, wollen wir mal weiterreisen. So. Durch die Dunkelheit reisten wir. Nichts erwartete uns, außer der Tod. Naja, und ganz viele Meereweil, die wir töten müssen. Aber das hatte noch Zeit, denn zuerst, ich war hier echt, glaube ich, noch nie übrigens, ne, in diesem Gebiet. Was müssen wir denn erst machen? Ach, erstmal dahin gelangt. So, also ich war echt noch nie hier. Muss ich ja zugeben. Habe ich irgendwie komplett ausgelassen, dieses Gebiet. Vielleicht, weil es einfach so düster und trostlos ist. Und ich habe Kulturg entdeckt. Das ist ja wunderschön. So. Laufe ich richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, dass ich hier nach oben muss. Ja, doch, das sieht richtig aus. Hm. Na gut. Da oben fließt ein Wasser. Ein reißender Fluss fließt da lang und ein Wasserfall. Naja. Da werde ich schon rüberkommen. Warum haben die Zwerge keine Brücke gebaut? Oder ist das Wasser neu? Ich meine, die Zwerge müssten doch hier eine Brücke gebaut haben. Vor allem werde ich überhaupt nicht weggespült. Weißt du, das mit Wasser macht überhaupt nichts. Fließt da ja nur mit 20 Milliarden km/h da lang, aber naja. Gut. Mir egal, dann komme ich da halt einfach durch. Ja, ist ja logisch. Ne? Wieso auch nicht? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin immer noch nicht hier. Da, wo ich hin will. Hier unten muss ich hin. Und dann geht's ja auch noch da unten nach Nutmenik. Okay, da werde ich auch nochmal hingehen. Aber jetzt erstmal hier... Warte mal. Okay, das Nest da muss ich zerstören. Moment. Nachdem ich die hier getötet habe, weil die mich angreift. Mann. Komm schon, lass mich einfach in Ruhe. Komm, stirb einfach. Morowal, Schlechterin. So, stirb. Oh, ich würde so gerne an die Oberfläche. Irgendwie jetzt. Ich habe mich immer auf Moria gefreut, aber nachdem ich anfänglich so ein bisschen da durch bin, ja, jetzt irgendwie eher so, nee, bloß wieder Tageslicht. Und Lothlorien wird auch schön. So, bestimmt. Sehe ich schon kommen. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das wird. Schauen wir mal. Bestimmt total toll. Komm, stirb einfach hier. Du komisches Viech. Jetzt stirb. Tu mir einfach den Gefallen. Danke. Immer noch nicht. Komm. Ernsthaft. So, man kann es auch hinauszögern. Echt mal. Unnötig. Ja. Das ist, hier... ineffizient ist das, ja? Seinen Tod hinauszuzögern. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Natürlich nicht. Ne, ich meine, das machen wir ja alle. Wir zögern alle unseren Tod hinaus. Von daher. So. Na dann. Aber für mich ist es ineffizient, weil ich ja ewig lang kämpfen muss. Toll. Nee, den Herzsucher lassen wir mal. Eh gleich tot, das Ding. Das ist schon wieder die Aravella. Nee, die Avarella. Wie man sich immer wieder sieht. Das ist ja unfassbar. So. Okay. Na dann. Stirb, Morowal-Schleuderin. Na komm. Okay. Stirb. Siehste, geht doch. Noch 4 Stück davon. Toll. Ich freue mich so. Wir sind nur Schlechter. Verdammt, ich will aber keine Schlechterinnen oder wie auch immer. Ich möchte diese Schleuderinnen. Ja? Ihr. Gibt gleich einen Schleudergang. So. Ne? Ach, schön. Gut, was gibt's denn noch zu erzählen? Was gibt es denn Interessantes in der Welt? Irgendwie nix. So. Naja, doch schon, aber im Moment jetzt nichts, was mir einfällt, leider. Ich bin da so ein bisschen... Oh, warte, die muss ich auch töten, da helfe ich mal.
So, und jetzt hier auch nochmal. Ich habe immer das Gefühl, dass ich wenig Schaden mache irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Machen Baden wirklich so viel mehr Schaden oder kommt mir das nur so vor? Aber nee, sie ist auch Fernkämpferin. Sie hat die wahrscheinlich schon vorher angegriffen. Und dadurch haben die halt schon Schaden genommen. So, warte mal. Hier, du Schlechterin, du stirbst jetzt auch mal. Ich muss nämlich da hinten zu diesem Nest. So. Lalalala. Komm, machen wir mal den Herzsucher. So. Und dann bist du auch gleich tot. Siehst du, habe ich es doch gesagt. Schön.